Man muss sich ja die Definition anschauen. Die Leistungssport bedeutet Grenzüberschreitung. Das heißt, wir müssen immer an der Grenze trainieren und versuchen, diese Grenze zu überschreiten. Wäre klug für die Vereine, darin zu investieren, weil das ist das Kapital, wovon sie wieder profitieren wollen. Aber die kann nur gelingen, wenn wir aufrichtig über die Probleme reden, weil wenn es keine Probleme gibt, können wir auch keine lösen. Also, ja, was für euch vielleicht wichtig ist, ich habe 20 Jahre Handball gespielt, größtenteils in der Bundesliga. Hatte Glück, dass ich mit VfL Gummersbach in einer Zeit gespielt habe, wo alle nationale und internationale Titel gewonnen werden konnten. Und mit sehr erfolgreichen Handballer wie Heiner Brandt, Hansi Schmidt, Wunderlich, Joe Deckham spielen durfte. Dann habe ich Medizin studiert und Philosophie studiert und danach Facharztausbildung für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Psychoanalyse gemacht und habe dann im Laufe der Zeit immer mehr Sportler zugewiesen bekommen, auch behandelt und vor etwa 10 Jahren dann auch ein Referat für Sportpsychiatrie und Psychotherapie gegründet und seit 3 Jahren haben wir eine deutsche Gesellschaft für Sportpsychiatrie und Psychotherapie. Okay. Ja, dann hatte ich mir noch kurz rausgeschrieben, wie Sie dazu gekommen sind. Also ob Sie, ja, ich weiß nicht, ob der Gedanke schon früh da war, dass Sie genau das machen wollen, wie Sie dazu gekommen sind, genau. Eigentlich hätte ich mir nie vorstellen können, während meiner Sportlaufbahn, dass ich Sportpsychiatrie mache. Es gab ja auch keine Sportpsychiatrie als wissenschaftlichen Schwerpunkt. Das heißt, das ist ja vielleicht ein Teil schon des Problems. Als Athlet oder als Sportler versucht man, alle Schwächen zu verdrängen und sich nur auf die Stärken, körperliche, psychische, mentalen, die für einen Wettkampf notwendig sind, zu konzentrieren. Entsprechend sind mir auch erst nach der Karriere viele Situationen eingefallen, die mit Belastungen einhergingen. Ich erinnere nur an einen tragischen Unfall von Joachim Deckham während eines Europapokalspiels in der Nähe von Budapest, wo er Gehirnverletzung davongetragen ist und heute noch immer invalide ist. Das habe ich damals oder wir alle damals nicht als so, wir haben es als sehr tragisch empfunden an dem Tag, aber ein paar Tage später musste wieder gespielt werden, habe ich damals gar nicht als traumatisch erlebt. Erst nachhinein hätten wir damals gut einen Therapeuten, also Traumatherapeuten als ganze Mannschaft gebraucht. Also lauter solche Sachen, die erst im Laufe der Zeit nach der Karriere mir aufgefallen sind. Okay. Ja, wenn man dann mal so auch zum Beispiel sich Reportagen von Sport Insight anguckt, von dem ersten, man hört immer ganz oft als Außenstehender das Wort Depression. Was sind denn überhaupt Depressionen genau? Depression ist eine seelische Störung, die mit trauriger Stimmung oder mehr als Traurigkeit, sehr tiefe Traurigkeit, depressive Traurigkeit einhergeht, Depression einhergeht, die zusätzlich dazu oft mit innerer Unruhe, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, Appetitlosigkeit, Interessen und Lustlosigkeit einhergeht und, was sehr wichtig ist, also nicht nur vorübergehend ist, sondern längere Zeit anhält. Und die natürlich dann im extremen Fall auch so schlimm sein kann, dass die Menschen nicht mehr Antrieb finden, ihre Tätigkeiten auszuüben, nicht mal aus dem Bett zu kommen und zum letzten Endes auch Depression zu 30% höhere
Gefahr des Selbstmordgedanken und Selbstmordversuche mit sich bringt. Okay. Ja, was ich auch immer ganz oft höre oder auch nachgelesen habe, ist, dass Depressionen ja so ein Stück weit noch so Tabuthema sind. Warum ist es denn in der heutigen Gesellschaft immer noch nicht leicht, offen über psychische Probleme zu sprechen? Ich denke, dazu gibt es viele Erklärungsansätze, aber ich glaube, dass eine der triftigsten ist die Tatsache, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und alles, was leistungsbeeinträchtigt, verdrängt wird oder nicht geschätzt wird. Und jede psychische, auch körperliche Einschränkung geht teilweise mit Leistungseinschränkungen her, wobei das auch natürlich nur vordergründig so stimmt. Also wir haben sehr viele psychische Eigenarten, sagen wir mal, die man häufig Störungen nennt, aber die hochkreativ sind. Also wenn Sie sich an die Künstler denken, die haben aus der sehr individuelle psychische Verfassung kreative Werke geschaffen. Also daher ist es sehr einseitig definiert eben. Aber im Grunde genommen, weil in unserer Leistungsgesellschaft, also Konsum- und Produktionsgesellschaft, eben die Stärke, die Leistung, die Jugendlichkeit hochgeschätzt wird, wird alles, was in diesem Rahmen nicht passt, eben minderwertig bewertet und verdrängt. Und entsprechend ist es, wenn Sie so wollen, im Leistungssport als die Spitze der Leistungsgesellschaft noch extremer. Ja, also es ist so, dass wenn man mal nicht über den Profisport redet, auch im Alltag eben dieser Leistungsgedanke ist, immer besser sein zu wollen als zum Beispiel der Gegenüber. Und dass man hat es ja dann auch zum Beispiel, ich kann es jetzt bei mir nur aus der Schule sagen, man hat ja ständig auch einen gewissen Druck, jetzt muss ich abliefern, um weiterzukommen. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie es dann im Profisport, jetzt zum Beispiel im Fußball ist. Woher kommen da die psychischen Probleme? Da haben wir ja noch die mediale Präsenz, sag ich mal, die ist heute ja auch noch viel größer als, sag ich mal, früher, bei gerade jungen Spielern, bei Talenten, die hochgehypt werden, sag ich mal. Man hat vielleicht auch noch den Druck vom Verein, vom Berater und eben von der Öffentlichkeit. Macht man sich da auch selbst Druck zusätzlich? Natürlich, also man will was erreichen, man hat ein Ziel, das wird nicht nur von außen, sondern von einem selbst erwartet. Im Grunde genommen sind die Leistungssportler sind Personen, die besonders hohe Ansprüche an sich selbst stellen. Das hat biografische, persönliche, individuelle Ursachen. Aber insgesamt kann man sagen, dass sich die Belastungen im Leistungssport aus drei Bereichen verstehen lassen können. Zum einen haben wir extreme körperliche Belastungen. Das ist ja durch Sportmedizin gut untersucht und auch wird gut behandelt. Zum Zweiten haben wir eine große psychische Belastung, das heißt, die Leistungssportler als Persönlichkeit haben hohe Ansprüche an sich, sind teilweise perfektionistisch. Es ist anders auch, diese unglaubliche extreme Leistungen sind kaum zu erbringen, wenn sie an die Weltrekorde denken oder Olympiasiege oder extreme Sportarten. Das ist anders nicht zu machen. Und drittens haben wir natürlich riesige soziale Belastungen. Dazu gehören natürlich Medien mit riesigen Erwartungen. Es wird immer mehr Geld im System reingeschleust. Natürlich wollen die Investoren dann natürlich auch Leistungen sehen. Und das ist ein brutales, sehr konkurrenzlastiges Geschäft. Das ist klar. Und wo ich jetzt gerade noch an, wo Sie gesagt haben, das mit den hohen Geldbeträgen, ist mir noch eingefallen, Fußballer verdienen ja Unsummen an Gehalt auch. Wenn sich dann mal einer öffentlich zu Wort meldet und sagt, ihm geht es psychisch nicht gut, ich sehe das ganz oft selber auch, in den sozialen Medien, wie dann
Leute schreiben, ach, dem geht so schlecht, der hat ja so viel Geld. Und denke ich dann auch bei jungen Fußballern, die auch in sozialen Medien tätig sind, die sehen das ja auch. Kann das auch nochmal ein großer Aspekt sein, auch ja, die mentale Gesundheit, dass die da belastet wird durch? Durch Geld? Ja, oder? Generell durch Geld im Zusammenhang vielleicht auch mit ja, dem Neid der Gesellschaft, wo gesagt wird, ach, dem kann es ja nicht so schlecht gehen, der verdient so viel Geld, der wird sich jetzt mal, sag ich mal, am Riemen reißen. Ah ja, das ist wirklich so. Das ist sehr viel. Es besteht nach wie vor unglaublich viel Aufklärungsbedarf und Unwissen in dem Bereich. Auch wenn jemand Millionen verdient, kann er psychisch sehr krank sein oder es kann in einen katastrophalen psychischen Zustand kommen. Das ist, gerade wenn man erfolgreich ist, die Leute verstehen sehr schnell, wenn jemand scheitert, dass dann einem schlecht geht. Aber es ist schwer für sie zu begreifen, dass Erfolg auch eine riesige Belastung ist oder ein großes Risiko für seelische Gesundheit ist, weil man natürlich nicht nur dann riesige Erwartungen weckt, die man immer wieder erfüllen muss, sondern weil man auch mit Verhaltensmuster konfrontiert wird, die man als junger Sportler erstmal integrieren muss. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie mit 17, 18 Millionen Verträge bekommen, da muss man erstmal lernen, mit dem Geld umzugehen. Zweitens, wenn Sie dann in der Gesellschaft kommen und jeder erkennt Sie, Sie haben ja keine Privatsphäre mehr. Das heißt, das ist anfänglich ganz lustig und ganz vielleicht interessant, aber nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten verlieren Sie Ihre Intim- und Privatsphäre und wird dann zu einer riesigen Belastung. Und wir dürfen uns ja nicht täuschen lassen, dass Geld bringt keine Gesundheit und keine Lebenszufriedenheit. Über 50% der professionellen Basketballspieler in NBA sind 5 Jahre nach der Karriereende pleite. Das heißt, sie können mit den Millionen gar nicht umgehen. Mike Tyson, Champion in Schwergewichtboxer, hat mal in einem Interview gesagt, auf die Frage, wie viel haben Sie so verloren, hat er gesagt, ich denke 300, 350 Millionen Dollar, ich weiß nicht genau. Jetzt lebt er als Angestellter bei seinem Sohn in einem Gym in Chicago. Also das ist wirklich teilweise auch noch von manchen Trainern, wird das so verstanden und auch wird also dann eben kommentiert als Schmerzensgeld für die Belastungen und Risiken für seelische Gesundheit, vor allen Dingen in Sportarten, wo man sehr viel Geld verdient. Ja, der nächste Punkt, den ich hier hatte, war, wenn wir jetzt mal schätzen würden, wie viele Fußballer sind denn schätzungsweise von psychischen Problemen betroffen, ohne es selbst zu wissen? Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, die Verdrängung ist ein sehr wichtiger Abwehrmechanismus, nicht nur im Leistungssport, sondern überhaupt bei jedem Menschen. Aber wenn man zu viel verdrängt, dann raubt man sich auch die Chancen, dass man Risiken richtig einschätzt. Und das ist im Leistungssport extrem, weil da muss man sozusagen aufgrund des sehr engen Wettkampfterminskalenders sehr viel verdrängen, was heißt, was die Gefahren anbetrifft, was Risiken anbetrifft, was die Verletzungen anbetrifft. Man spielt natürlich auch mit körperlichen Verletzungen, wo ein anderer, der nicht Leistungssport macht, schon längst sich operieren lassen würde oder krankschreiben würde oder sich erholen würde. Da ist für den Sportler eben keine Zeit. Entsprechend kann man sich da, weil es abstrakt ist, auch Ähnliches auf dem Bereich der psychischen Gesundheit vorstellen. Das heißt, stellen Sie mal vor, wenn man eben die Angst vor den Verletzungsrisiken nicht verdrängen würde, nicht? Da könnte man das Leistungssport gar nicht machen. Das heißt, es ist immer schwer zu sagen, die seelischen Erkrankungen werden meist definiert an einen Zustand, worunter man entweder selbst oder die anderen leiden. Und wenn man sich selber nicht bewusst ist,
dann ist es in der Regel noch so, dass man durch Verdrängung den Gleichgewichtszustand aufrechterhalten kann, aber sich schon sehr in einem Risikobereich befindet, der dann irgendwo mal in Krise enden kann. Aber insgesamt kann man sagen, dass in dem Leistungssport etwa genauso viel psychische Störungen in der Häufigkeit vorkommen wie in der Allgemeinbevölkerung. Das heißt, je nachdem, welche Häufigkeit Prävalenzen man nimmt, also wenn man zum Beispiel das ganze Leben Prävalenz nimmt, dann muss man sagen, dass jede zweite, 50% der Menschen, aber auch Sportler, irgendwann mal psychische Erkrankung haben werden. Oder wenn man ein Jahr Häufigkeit oder Prävalenz nimmt, dann kann man sagen, dass es etwa ein Drittel unter psychische Störungen leiden. Und das war jahrzehntelang eben anders. Man hat geglaubt, im Leistungssport gibt es keine Störungen, psychische Störungen. Und vor allen Dingen die Selektion sorgt dafür, dass diejenigen, die den Druck nicht standhalten können, nicht mehr nach oben kommen. Mittlerweile wissen wir seit etwa gut 10 Jahren, dass das nicht stimmt. Wissenschaftliche Studien belegen was völlig anders. Das heißt, im Leistungssport gibt es genauso viele seelische Störungen wie in Normalbevölkerung. Die sind nur ein Stück durch die sportspezifischen Bedingungen anders ausgeprägt. Okay, und wir haben gerade gesagt, 5%, also jeder zweite. Im Laufe des Lebens. Im Laufe des Lebens, genau. Es gibt ja dann auch bestimmt gerade auch im Profifußball Charaktere, die sind so ehrgeizig und die nehmen das dann gar nicht richtig wahr, dass es denen vielleicht nicht gut geht. Wie wichtig sind dann Hilfestellungen vom Verein? Oder gibt es zu wenig Hilfestellungen im Verein? Auf jeden Fall. Also ich habe letzte Woche mit einem ehemaligen Nationalspieler im Fußball nochmal gesprochen, der jetzt sich Hilfe sucht und sich erinnert, dass ihm Mannschaftsarzt während seiner Karriere häufiger geraten hat, in die Behandlung oder Begleitung zu gehen und er das nicht für sinnvoll gehalten hat oder für notwendig. Jetzt denkt er, dass er damals besser getan hätte. Natürlich, wir haben noch immer im Leistungssport eben Vorurteile, dass es entweder keine Störungen gibt oder eben sogar teilweise eben mentales Training die Sportler noch gesünder macht. Das heißt, selbst diese Vorurteile bestehen noch immer. Tatsache ist, wir haben auf der Seite der körperlichen Medizin oder körperlichen Gesundheit sehr gute Versorgung. Das heißt, wir haben Sportmediziner und Physiotherapeuten. Wir haben auf der Seite der psychischen Gesundheit einen riesigen Nachholbedarf, weil wir zu wenig qualifizierte Fachpersonal für psychische Gesundheit haben. Das heißt, wir haben bis vor 10 Jahren also sozusagen gar keine wissenschaftliche Disziplin in diesem Bereich gehabt. Jetzt gibt es Sportpsychiatrie und Psychotherapie. Und wir haben Sportpsychologen gehabt, die sind noch immer sehr relativ wenig in den Profivereinen beschäftigt. Das ändert sich langsam, aber die Sportpsychologen sind vornehmlich für die Wettkampfvorbereitung, für mentales Training ausgebildet. Die haben keine therapeutische Ausbildung, können aber sehr wichtige Berufsgruppe sein, die gemeinsam mit dem Sportpsychiater und Sportpsychotherapeuten in der Zukunft die psychische Gesundheit verbessern könnte. Okay. Ja, als nächstes hatte ich mir eben den Fall Robert Enke aufgeschrieben, weil ich oft das Gefühl hatte, auch bei meiner Recherche, dass ich, ja, es ist nicht nur bei dem Thema so, aber auch bei vielen anderen Themen, dass ich erst was ändert, wenn was Schlimmes passiert ist, wenn es quasi schon zu spät ist. Dass der Fall Robert Enke, ja, eine der größten Tragödien im deutschen Profisport. Für mich ist es ja unbegreiflich, wie schlimm man selbst leiden muss, wenn man ja Selbstmordgedanken hat. Wie kommt es denn überhaupt zu Suizidgedanken? Wie baut sich das auf? Das ist für mich
so ein Thema, ja, was man vielleicht als Außenstehender nicht ganz nachvollziehen kann. Na, Suizidalität ist etwas, was es seit Menschheitsbeginn schon immer gab und auch in unserer Gesellschaft ein Bestandteil ist leider. Und es ist anders, als man vielleicht geneigt ist zu glauben, aufgrund der Medien, sehr häufiger Medienberichte. Die Statistik sagt aber, dass die Suizidalität in den letzten 30, 14 Jahren abgenommen hat. Das heißt, wir haben in den 80er Jahren, vor 40 Jahren, viel mehr Selbstmorde als heute gehabt. Gott sei Dank, das ist ein Resultat der Aufklärung, aber auch der medizinischen Versorgung, vor allen Dingen medikamentösen und psychotherapeutischen Versorgung, die besser geworden ist. Und entsprechend gibt es alle diese Störungen und auch Suizidalität, Selbsttötungsgefährdung auch im Leistungssport. Das ist die eine Tatsache. Was Robert Enke für mich offengelegt hat oder klar gemacht hat, war zu einmal die Tatsache, dass mentale Stärke nicht gleich seelische Gesundheit ist. Also noch immer gibt es Leute, die das glauben und auch Berufsgruppen, die damit arbeiten. Leider, also es verändert sich langsam, aber an Robert Enke konnte man ganz klar sehen, der hat ja ein paar Tage noch vor seinem Selbstmord Bundesligaspiele abgeliefert, die waren sehr, in einem sehr hohen Niveau. Das heißt, wenn Sie die Athleten, die jetzt zunehmen, die wir über psychische Gesundheit sprechen, Michael Phelps anschauen oder Thorpe, der Michael Phelps sagte in Chicago in einer Konferenz vor einem Jahr, das ist der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten. Also das heißt, er ist nachweislich jemand, der sich auf Punkt konzentrieren kann, mentale Stärke beweisen kann. Und er sagt, ich bin nach jedem großen Wettkampf in die tiefe Depression gefallen. Bei der letzten Olympiade, nach der letzten, war ich ja tagelang im Zimmer, wollte mich umbringen und bin jetzt in Behandlung. Und sorge mich dafür, dass die jungen Athleten mehr ihre psychische Gesundheit erfahren. Das heißt, das hat das zum einen offengelegt, dass es überhaupt psychische Störungen im Leistungssport gibt, dass wir uns um die psychische Gesundheit der Sportler mehr kümmern können und dass die mentale Stärke und mentales Training, sportpsychologische Techniken oder Mentaltechniken, nicht ausreichen, um eine psychische Gesundheit zu gewährleisten. Wir brauchen zusätzliche Fachleute dafür. Okay, ja, zu dem Thema noch. Ich hatte kurz im Kopf noch einen Vergleich gehabt. Ich hatte vor kurzer Zeit mit dem Marco Welber, Sportphysiologe, ein Interview. Der hatte auch einen Patienten, der ist im Urlaub in Kroatien. Wir haben mit Freunden gewesen im Wasser und die meinten dann, ja, spring doch mal rein. Der hat einen Körper gemacht und Querschnitt gelähmt und lag dann so im Wasser. Und der Patient hat dem Marco Welber, dem Physiotherapeuten, erzählt, dass er da gedacht hat, okay, das war's, ich bin jetzt tot, ich kann mich nicht bewegen. Und dann war für mich die Frage, geht das, das muss einem ja so gesehen auch ein bisschen nahe gehen, wie kommt man damit zurecht? Sie kannten ja auch Robert Enke. Ja, was macht das auch mit einem selber und wie schwer ist dann auch dieser Beruf wirklich zu machen, weil der muss ja den Menschen auch, man will ja den Menschen auch helfen. Wie geht das einem nach? Also wie schwer ist das? Das ist sicherlich für jeden Therapeuten und Arzt eine sehr schwierige Situation, zumal man mit dem Spieler jahrelang gearbeitet hat. Man muss sich erinnern, Robert Enke war damals, also auch was man in der Pressekonferenz dann erfahren hat, auch schon zu seiner Zeit nach Barcelona und in Spanien in der therapeutischen Behandlung und dann in Hannover. Das ist sicherlich schwierig.
Auf der anderen Seite, wir als Ärzte können nicht allmächtig alles bewirken. Es gibt Umstände, es gibt Situationen, die Begrenzungen darstellen. Und man kann sich als Arzt immer wieder nur fragen, ob man in seiner Macht alles Mögliche getan hat. Und dann ist es nochmal die Frage eben, dass wir mit so schwierigen Situationen immer wieder konfrontiert sind, auch eben Chirurgen noch vielleicht mehr. Und letzten Endes man auch nicht vergessen hat, dass wir dann auch wissen, wie viele Leben wir auf der anderen Seite gerettet haben, worüber man auch nicht spricht natürlich. Ja, dazu anschließend wäre jetzt die Frage, hat sich seitdem was verändert, seit dieser Tragödie? Was hat sich verändert oder wenn sich nichts verändert hat, was hätte sich verändern müssen? Naja, wie so häufig ist, solche Sensationen, Tragödien schlagen hohe Wellen, aber, und das gehört zu der Wahrheit auch dazu, das ist meistens von sehr kurzzeitiger Dauer. Einiges hat sich geändert im Sinne von Gründung von Stiftungen, Robert-Denke-Stiftung, dann einige Netzwerke haben sich dann gebildet, die Therapeuten anbieten oder organisieren. Was noch verändert wurde, ist, dass die Sportpsychologen auch zunehmend das Thema psychische Gesundheit in ihr Programm aufgenommen haben. Das heißt, was sich geändert hat, ist, wir haben eine deutsche Gesellschaft für Sportpsychiatrie und Psychotherapie gegründet und das ist ja sehr entscheidend, mit der ersten Qualifikation, Fortbildung in diesem Bereich, gerade im März im Olympiamuseum Köln begonnen. Das heißt, das ist schon historisch in Nachfolge von diesen ganzen Zeit und wir beginnen zunehmend nach anfänglichen Schwierigkeiten auch mit den Sportpsychologen gegenseitig an den Fortbildungen, Weiterbildung teilzunehmen. Und das wird hoffentlich auch mit Sportmediziner gleich passieren. Das heißt, da sind so strukturelle Veränderungen im Bereich der Medizin und der Wissenschaft und Berufspolitik, was sich verändert hat. Was natürlich aber in großen Verbänden, in großen Sportvereinen nicht passiert ist, eben, dass mehr für die psychische Gesundheit im Leistungssport getan wird. Es sind mehr Sportpsychologen beschäftigt, nur die Ausbildung oder gemeinsame Ausbildung ist nicht so weit, dass wir auch einen sportpsychiatrischen Berater in großen Sportverbänden haben. Das heißt, optimale Betreuung wäre Sportpsychologe oder Mentaltrainer auf jeden Fall in jedem Verein und sportpsychiatrische Berater, der dann als Facharzt für psychische Gesundheit im großen Sportverbände eine Art von Koordination und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Sportmedizinern, mit Sportpsychologen dann sich dafür sorgen kann. Problem in den großen Sportverbänden ist natürlich, dass sie dazu neigen, das Problem der psychischen Gesundheit zu individualisieren. Das heißt, es wird erklärt, dass es ein Einzelschicksal ist, da wird für diesen einen Sportler dann auch tatsächlich gesorgt. Also meistens ist das zu spät, weil wir noch immer nicht eben die Vorsorge haben. Wir bräuchten ähnlich wie die sportmedizinische Untersuchung auch einmal im Jahr sportpsychiatrische, mit sportpsychologischer Beratung, aber sportpsychiatrische Beratung und Gespräch, damit man gerade im Jugendbereich frühzeitig das Thema auf dem Schirm hat. Und weil das nicht passiert, erklären die meisten Sportverbände noch immer eben solche Krise zu Einzelschicksalen, die dann behandelt werden. Was dahinter aber bleibt, ist die Struktur und Organisation, die sich noch nicht ändert.
Und da müssen wir kommen, dass wir in dieser Struktur eben mit gesamtmedizinischer Betreuung ergänzen durch die sportpsychiatrische Qualifikation. Okay. Ja, die nächsten beiden Punkte wurden jetzt schon mehr oder weniger beantwortet vorhin. Ich werde hier trotzdem nochmal aufgreifen. Ich habe nämlich auch geschrieben, dass Depression ja auf dem zweiten Platz der am häufigsten aufkommenden Volkskrankheiten steht. Und da habe ich mich gefragt, warum gerade das Thema im Profifußball oder auch in allen anderen Profisportarten, woran ich mich jetzt erinnere, ist Simone Biles, Olympia, oder auch das, die Kamila Valieva, die junge Eiskunstläuferin aus Russland, warum das Thema so totgeschwiegen wird, oder gibt es auch eben Fälle, wo dann vom Verein den Sportlern, Sportlerinnen, ja, dass die aussortiert werden, wenn sie eben, ja, dass eben diese psychische Krankheit, die es ja dann geben kann, als Schwäche gesehen wird? Natürlich, also klar, ne? es ist ja so, was wir schon vorhin erwähnt haben, dass kein Trainer gerne hört, dass man Probleme hat, sondern ein Trainer will am liebsten nichts davon wissen. Und die, sagen wir, die Kultur der Offenheit ist natürlich eine langsame Entwicklung und ist eine Schnecke letzten Endes, wie jeder Fortschritt. Das heißt, dass hoffentlich wird das durch die Aufklärung ein Stück besser. Die andere Geschichte ist, dass wir, wenn Sie von Depressionen sprechen, es gibt ja so viele Stadien, Zustände, Episoden, nicht jede Depression ist ja gleich. Aber im Leistungssport gehört sozusagen der Schöpfungszustand zum wesentlichen Bestandteil des Leistungssports. Man muss sich ja die Definition anschauen. Die Leistungssport bedeutet Grenzüberschreitung. Das heißt, wir müssen immer an der Grenze trainieren und versuchen, diese Grenze zu überschreiten. Das führt zwangsläufig zu den Risiken und Gefahren der Erschöpfung. Und das Problem des Übertrainingssyndroms, das kennen wir seit dem ersten sportmedizinischen Kongress 1912 in Oberhof. Das heißt, der erste sportärztliche Kongress fing an mit dem Thema Sportübertreibung. Das Phänomen ist ja urlange bekannt und letzten Endes ist dieser Bestandteil, das heißt, jedes Leistungssportler, also Athleten, jeder Leistungssportler gerät mindestens ein bis zweimal in seiner Karriere in einen Zustand der Erschöpfung des Übertrainings. Und das bedeutet erstmal körperliche Erschöpfung, das heißt, die Organe, der Stoffwechsel, die Hormone, die Mineralien, die sind erschöpft, die Leistung lässt nach, obwohl man immer mehr trainiert. Am Ende ist man auch in Schlaf gestört oder unruhig, verstimmt, und am Ende eines jedes Übertrainingssyndroms, Erschöpfungssyndrom, steht eine Depression. Das heißt, es ist bekannt, aber es wird nicht genügend, was die psychische Komponente des Übertrainingssyndroms noch Beachtung geschenkt. Entsprechend wundert es nicht, dass so viele Depressionen im Leistungssport aufkommen. Problem ist ja nur, dass wir momentan, weil wir zu wenig für Prävention tun und erst jetzt langsam Qualifikationen in diesem Bereich, was die Sportpsychiatrie betrifft, beginnen, dass wir noch immer solche Zustände zu spät diagnostizieren und die noch immer in unsere Behandlungen kommen, in einen Zustand, wo es zu schwer ist, sodass es ambulant kaum zu schaffen ist. Okay, ja, auch im Rahmen meiner Dokumentationsreihe habe ich vor kurzem auch mit Erik Meyer gesprochen. Ist ja auch Sky Analytiker und auch früher Profisportler gewesen, Hauptfußballer gewesen. Er hat eben gesagt, ja, mit dem Druck muss man umgehen können, sonst ja, kann man kein Profi werden. Oder wenn man Profi werden will, muss man mit dem Druck umgehen können. Wie bewerten Sie das? Das ist völlig richtig. Es geht ja nicht darum, dass man eine Realität sozusagen verbiegt oder leugnet. Es geht ja darum, dass man die jungen Athleten sehr frühzeitig aufklärt, womit sie zu tun haben, damit sie sich darauf vorbereiten können.
Das ist derzeit nicht der Fall, weil wir keine Fachleute für psychische Gesundheit haben, im Jugendbereich schon, in Leistungszentren. Das heißt, geht ja darum, dass wir Leistungssport erhalten, dass wir Sport lieben und dass wir Gesundheit und Sport ein wenig vereinbaren können. Aber es geht nicht darum, dass wir es schlecht reden oder das etwas verändern wollen. Ich habe es Ihnen auch vorher gesagt, es ist banal, aber jeder, der von 10 Meter Brett springt, tut gut dran, sich vorher zu informieren, ob da genügend Wasser drunter ist. Im psychischen Bereich ist es nicht anders. Und viele bekannte Sportler kennen das Problem und ziehen auch ihre Konsequenzen. Oliver Kahn hat gesagt, ich musste immer aufpassen, dass ich nicht das werde, was die anderen aus mir machen wollen im Sport. Und Magdalena Neuner ist eine der erfolgreichsten Biathletinnen gewesen. Die ist ja sehr früh, hat sich zurückgezogen aus dem Leistungssport, ich glaube mit 24, und hat gesagt, ich will mein altes Leben wieder haben. Das heißt, wir werden als Zuschauer oder vielleicht auch als Sportverbände und Sportvereine mehr Freude haben und länger Freude haben an den Athleten, wenn wir uns mehr und früher um deren psychische Gesundheit kümmern und die Aufklärung über die aufkommende psychische, soziale und körperliche Belastungen dann machen. Ich habe gerade angesprochen, jetzt bei den Olympischen Winterspielen hat man gesehen, dass die Bilder, die auch in die Welt gehen, mit eben der 15-jährigen Eiskunstläuferin, die nach ihrer Performance seit einem Jahr in Tränen ausgebrochen ist, und quasi von der Trainerin gar keine richtige Hilfe kam. Und der Druck war ja da schon so enorm, weil die Bilder eben um die ganze Welt gingen, die als Jahrhunderttalent gesehen wurde. Und dann auch im deutschen Fernsehen hier ehemalige Eiskunstläuferin auch geschockt waren, was da eben passiert ist. Und so kommen wir eben zu diesem Nachwuchs. Das Heranwachsen von psychischen Problemen fängt ja schon in der Jugend an. Und gerade heute ist es ja auch so, wenn wir jetzt mal wieder auf den Fußball kommen, je jünger, desto besser. Also es gibt 16-Jährige schon in der Bundesliga, die für komplett hohe, übertriebene Summen die Vereine wechseln. Erst kürzlich, glaube ich, von Gladbach einer zu Bayern jetzt gewechselt. Fängt das schon in der Jugend an, dieser ständige Druck, dieses immer jünger, immer besser, und überträgt sich dann auch auf die Jungsportler. Absolut. Ich bin ja auch fassungslos über diese Unprofessionalität und Brutalität im Umgang mit Athleten auf diesem hohen Niveau, wenn Sie gerade über Eiskunstläufer sprechen. Aber das sind nur Spitze des Eisberges, was wir sehen. Ja. Das zeigt ja nur umso deutlicher, wie breit wir arbeiten müssen. Wir müssen in der Trainerausbildung besser werden. Wir müssen mit Sportpsychologen besser arbeiten, um die ausbilden. Wir brauchen zusätzlich zu der sportmedizinischen jährlichen Untersuchung im Jugendbereich sportpsychiatrische Beratung, damit die jungen Athleten vorbereitet werden, damit wir auch rechtzeitig präventiv tätig werden können. Und wir müssen auch Gespräche mit den Sporteltern führen. Sporteltern sind unglaublich wichtige, unsichtbare Spieler in diesem System, die sehr große Wirkung haben, aber sie sind teilweise auch selbst hilflos und brauchen Hilfe. Das heißt, wir brauchen auch genauso Beratungen, regelmäßige Beratungen mit Funktionären, mit Sportverbänden und Bediensteten im gesamten System Leistungssport. Also da haben wir Menge zu tun, aber ich hoffe, dass wir durch diese Fortbildung, die jetzt erstmalig in der Geschichte in Deutschland seit Frühjahr dieses Jahres im Olympiamuseum und von der Deutschen Gesellschaft für Sportpsychiatrie und Psychotherapie betrieben wird, weiter voranschreiten können, gemeinsam mit den Sportpsychologen und Sportmedizinern so eine, sagen wir, Erweiterung der Versorgung in der Zukunft auf die Beine stellen können. Okay, ja, ich habe mir noch den Punkt mangelnde Kommunikation eben aufgeschrieben.
Ja, wir haben es gerade schon angesprochen. Es gibt ja auch einen ständigen Profitgedanken bei den Clubs. Die wollen ja auch ihre Spieler hochbringen, mit Profit weiterverkaufen, auch gerade jetzt während der Corona-Pandemie natürlich. Viele Vereine unter finanziellen, ja, sag ich mal, Druck standen der auch. Ist ja augenscheinlich nicht gut, wenn Kinder, Jugendliche schon in jungen Jahren mit so enormen Drucksituationen konfrontiert werden. Und ich habe letztens gesehen, dass es eben ja Sportpsychologen auch in den Vereinen gibt für die Jugend, aber dann eben nur einen für die komplette Jugend. Und ja, wie sehen Sie das? Das ist ja, denke ich mal, zu wenig dann. Man muss ja sich, also ja, keine Ahnung, vielleicht zu wenig, meinen Sie? Ja, also wie gesagt, also Sportpsychologen sind unheimlich wichtige Player, nur die reichen nicht aus. Selbst die reichen nicht aus. Wir haben zu wenig Sportpsychologen und Sportpsychologen sind nicht primär ausgebildet für psychische Gesundheit. Wir brauchen zusätzlich sportpsychiatrische, psychotherapeutische Qualifikation. Das heißt, es ist unglaublich viel zu machen auf diesem Bereich, nur es ist eine Investition in Gesundheit und wenn Sie so wollen, auch unter ökonomischen Gesichtspunkten wäre klug für die Vereine, darin zu investieren, weil das ist das Kapital, wovon Sie wieder profitieren wollen. Das heißt, wir wissen ja aus den ökonomischen Untersuchungen, dass zum Beispiel, es gibt ja in England eine Untersuchung, wenn alle depressive Menschen in England erfolgreich behandelt werden könnten, wäre Bruttoinlandprodukt um 2% gestiegen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wie viele das wäre, wenn alle psychische Erkrankungen, und jetzt müssen Sie sich das auf Leistungssport übertragen. Das heißt, es ist aus ökonomischer Sicht auch für die Vereine und Investoren extrem wichtig, dass sie diesem Bereich mehr Achtung, Beachtung schenken und entsprechend also nicht nur mit einem Sportpsychologen, sondern mit mehreren und diese dann ausbilden lassen. Zusätzlich dazu eben durch sportpsychiatrische Beratung diesen Teil auch besser sozusagen versorgen, weil eins ist ja klar, nur ein gesunder Athlet kann auch Leistungen bringen und nur diese Leistungen können wieder Profite generieren. Genau. Ja, auch etwas, was ganz groß in den Medien war, ja, gehe davon aus, das haben Sie bestimmt auch mitbekommen, eben dieser Schikane-, Rassismus- und Mobbing-Skandal in deutschen Nachwuchsleistungszentren. Wir hatten zum Beispiel das beim FC Bayern, den Rassismus-Skandal bei Hannover 96 gegen, ja, schlimme Bilder um die Welt, sage ich mal. Der Dr. René Pasch hat dann auch noch gesagt, dass diese Fälle eben in der Vergangenheit belächelt worden, es wurde zu wenig drüber gesprochen. Bleiben denn zu viele Missstände einfach unentdeckt in den Nachwuchsleistungszentren? Ja klar, ich meine, ne, weil das noch kein Thema ist, wird darüber auch nicht gesprochen. Und das gehört natürlich zu diesen sozialen Belastungen, die eben eine Aufklärung bedürfen. Und gerade dazu noch. Wissen Kinder überhaupt, wie sie mit diesem enormen Druck dann umgehen müssen? Ich meine, man ist so gerade in der Kindheit Ja. ganz jung, wenn ich da denke, ich habe draußen gespielt und diese Kinder haben ja auch angefangen mit Fußball, weil sie eben Spaß dran haben. Der Spaß, denke ich mal, vergeht früher oder später in den Nachwuchsleistungszentren, weil man eben dann auch noch den Gedanken hat, ich muss jetzt weiter, jetzt ist die Auswahl, ich muss weiter. Ja. Wie schlimm ist das gerade in diesen jungen Jahren auch für die Entwicklung dann des Kindes oder der Jugendlichen? Das gehört zu den, einer der wichtigsten Themen der psychischen Gesundheit, weil die Sportler immer früher mit intensiven, immer größeren Leistungspensum beginnen. Und gerade in den Zeiten, wo eine entwicklungspsychologisch wichtige Schritte passieren, das heißt, in der Jugend, in der Pubertät, sind nicht nur körperliche Veränderungen, sondern soziale, psychologische Veränderungen notwendig und die Athleten werden durch diese Leistungsorientierung
häufig daran gehindert, wichtige soziale Erfahrungen zu machen. Deswegen denken Sie daran, wie häufig geht so ein Leistungssportler in Disco, wenn er wöchentlich 10-mal trainiert oder Wettkampf vorbereitet macht. Umso dringender ist ja frühe und intensive Versorgung der psychischen Gesundheit in diesem Bereich, klar. Genau, und was mir dazu noch eingefallen ist, es wird ja immer damit beworben, hier wirst du Profispieler, hier wirst du Profi eben. Also man muss ja auch ganz klar sagen, so Spieler wie Florian Wirtz, Damian Galla, das sind ja 100 Talente und die wenigsten schaffen es so weit. Und dann hat man quasi seine Jugend dafür geopfert, um dann hinterher in einem 2-Minuten-Gespräch zu hören bekommen, es reicht nicht mehr, du musst leider weg. Also Sie haben es jetzt ganz oft gesagt, vielleicht können Sie nochmal zum Schluss zusammenfassen, ändert sich momentan was und was muss sich noch stark ändern? Es ändert sich einiges, aber wie gesagt, Fortschritt ist immer eine Schnecke, es ändert sich sehr langsam. Vor allen Dingen, was sich langsam ändert, ist auf dem Gebiet der medizinischen Fachdisziplinen Sportpsychiatrie und Psychotherapie. Wir bekommen dadurch eine qualifizierte Disziplin für die psychische Gesundheit im Leistungssport. Wir arbeiten zunehmend interdisziplinär mit Sportpsychologen und Sportmediziner zusammen. Und es sind immer mehr Sportler, die durch die Aufklärung auch in Interviews über ihre Schwierigkeiten bereit sind zu reden. Und wo man sieht, mentale Stärke, Leistung, sportliche Leistung sind vereinbar mit der Sorge um die psychische Gesundheit. Aber die kann nur gelingen, wenn wir aufrichtig über die Probleme reden, weil wenn es keine Probleme gibt, können wir auch keine lösen. Okay, ich finde, das ist ein sehr gutes Abschluss. Ich denke auch. Danke auf jeden Fall für das Interview. Ja.